Die Geburt des Hans Rudi Giger. Reise durch eine Tonlandschaft von Iris Disse. Seit ich den Weg der Kunst gewählt habe, empfinde ich ihn wie einen LSD-Trip. Ohne eine Möglichkeit der Rückkehr. Ich fühle mich wie ein Hochseilakrobat. Ich erkenne keinen Unterschied zwischen Arbeit und Freizeit. Mir wurde plötzlich klar, dass Kunst eine wichtige Tätigkeit ist, die mich davor bewahrt, in den Abgrund des Wahnsinns zu fallen. Gigers entschlossene Suche nach kreativer Selbstentfaltung ist untrennbar mit seiner unerbittlichen Suche nach seinem Selbst und der Selbstheilung verbunden. Ich habe Freude am Leben. Ich bin lebensfroh, esse gerne, trinke gerne. Das Leben hat mir vieles gegeben. Ich spielte sogar Sopransaxophon. H.R. Giger kennt die Agonie des Fötus während der anstrengenden Passage durch den Geburtskanal. Und er ist sich bewusst, dass die Quelle seines Wissens seine eigene Geburtserinnerung ist. Erste Anzeichen der Angst machten sich bemerkbar, als ich plötzlich pissen musste und aufs WC ging. Der Rand der WC-Schüssel wuchs langsam wie eine weit geöffnete Vagina meinem Penis entgegen, um ihn, so schien es mir, zu kastrieren. Zuerst belustigte mich diese Vorstellung, doch als plötzlich der ganze Raum immer enger wurde und die Wände und Röhren das Aussehen von schlaffer Haut mit eitrigen Wunden erhielten und mich aus den dunklen Ecken und Ritzen kleine widerliche Wesen böse anglotzten, wurde es mir allmählich unheimlich und ich drehte mich schnell dem Ausgang zu. Die Tür war unendlich weit weg und sehr schmal und hoch. Die Wände klemmten mich wie zwei bauchige Fleischklumpen ein. Mit einem Sprung erreichte ich die Tür, entriegelte sie und stürzte, nach Luft ringend, in den Korridor. Die Geburt des Hans Rudi Giger. Reise durch eine Tonlandschaft. Von Iris Disse. Gesprochen von Stefan Dierichs und Rainer Heise. Eine Soundperformance in 5.1 Surround, zu hören bis 16.06.2014, jeden Mittwoch um 19 Uhr. In der Galerie Saint-Voix, Brandenburger Straße 2, gegenüber des Leipziger Hauptbahnhofs.